Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Ja, ich habe noch ein bisschen nachgedacht über unser Manur-Problem, die Manur-Verschwörung, wie ich sie genannt habe. Wie konnte das wohl passieren? Und da habe ich eine Idee. Denn es muss ja sein, oder das Wahrscheinlichste ist, dass ein Zug halt nicht alles entladen konnte. Der hat ja eine Zeit eingestellt und das ist ja getimed, dass die Greifarme das auf jeden Fall schaffen. Und da ist noch viel Sicherheit mit drin. Dass der, also bei LTN ist es ja so, man stellt in den Konfigurationseinstellungen eine maximale Entladezeit ein. Und wenn die überschritten ist, fährt der Zug einfach wieder weg. Das hat auch so seinen Sinn, das ist, aber es kann halt auch zu Problemen führen. Und dieses Problem haben wir erlebt. So, das heißt also, diese Entladezeit hat nicht ausgereicht. Und deshalb dachte ich ja erst, vielleicht ist hier so ein Lagerhaus irgendwie begrenzt und deshalb wollte der noch was reinpacken, durfte aber nicht, weil das Lagerhaus begrenzt ist und ist dann irgendwann wieder weggefahren. Das kann ich noch nicht hundertprozentig ausschließen, dass es eventuell so war. Ich habe noch nicht alles überprüft, aber es ist eher unwahrscheinlich. Aber was hatten wir denn in der letzten Zeit mal? Ja, einen Stromausfall. Und wenn kein Strom da ist oder auch wenn nur die Hälfte des nötigen Stroms da ist, schaffen es die Greifarme zeitlich nicht, den Zug zu entladen. Und das wird das Problem gewesen sein, der Stromausfall. Ja, und dann habe ich nochmal überlegt, wie wir das lösen können, dauerhaft. Und da ist mir nichts Sinnvolles eingefallen. Also jedenfalls nichts, was 100% idiotensicher ist. Ich muss gerade mal gucken, wo ist jetzt da? Das ist das Depot. Also, meine Idee war ja erstmal, wenn jetzt hier so ein Zug wieder ankommt, sind hier Greifarme, die einfach nochmal entladen, auf dem Fließband legen und hier ist ein Lagerhaus. Und wenn das Lagerhaus zu voll wird, schmeißt das Lagerhaus Sachen raus, zu so einer Verbrennungsanlage wird Asche erzeugt, die Asche kommt wieder ans Lagerhaus und irgendwann wird es immer weniger und so weiter. Dann wird alles verbrannt. Jetzt gibt es aber zwei Probleme. Jetzt kommt hier, sagen wir mal, noch so ein halbvoller Zug an, oder vielleicht ist er auch nur zu 20% noch gefüllt, parkt hier wieder und dann kommt aber schon direkt der nächste Auftrag. Die anderen Züge sind vielleicht noch unterwegs oder so, oder man weiß ja auch nicht, welcher dieser Züge wird jetzt bevorzugt behandelt mit Aufträgen. Das heißt, der fährt vielleicht schon 15 Sekunden später, nachdem er hier angekommen ist, wieder los und hat dann immer noch einen Teil seiner Ware drin. Da habe ich ein bisschen überlegt, kann man das irgendwie, kann man hier noch ein Stoppsignal einfügen und dann sagen, du darfst hier nur dann durch, wenn du auch leer bist. Also nur mit dem Stoppsignal geht es, glaube ich, nicht, weil das Stoppsignal den Zug nicht prüfen kann. Wenn ich hier eine Haltestelle einbauen würde, dann wäre das überhaupt kein Problem. Dann könnte ich an der Haltestelle prüfen und sagen, erst leer, fährst du weiter. Aber das funktioniert dann mit dem LTN-Verfahren nicht. LTN macht ja seine Streckenfindung selbst und sagt dann hier, hol Manur ab und dann fahr wieder zum Depot zurück. Und wenn ich jetzt hier noch eine Zwischenhaltestelle baue, dann hält er da ja nicht. Und ihn jetzt mit rotem Signal an der Haltestelle zu zwingen, ich glaube, das dann zu prüfen, zählt das dann, der Zug steht ja... Achso, nee, genau, man kann vielleicht die Haltestelle auf Rot stellen oder so. Möglicherweise könnte man da was bauen. Aber so ganz sicher bin ich da noch nicht, ob das denn auch funktioniert. Aber es wäre natürlich eine Möglichkeit, auch wenn man es nicht hundertprozentig ausschließen kann, dass dann noch Ware im Zug verbleibt, ist es natürlich eine Möglichkeit, Ware zu entsorgen, die sich noch im Zug befindet. Die zweite Sache ist natürlich, konstante Stromzufuhr zu sichern. Überall in der Basis, das ist natürlich immer am besten. Die dritte Variante ist die, was ich jetzt gerade mache. Ich mache jetzt gerade mal so eine Rundreise. Ihr begleitet mich ja auf so einer Rundreise. Eigentlich dachte ich, ich mache das vielleicht alleine, aber ein Ereignis hier hat mich davon überzeugt, dass wir das doch gemeinsam machen. Und zwar hier, nee, wo ist man nur da? Habe ich jetzt halt weiße Greifarme eingefügt, also schnelle Stapel, also intelligente Stapelgreifarme. Und die nehmen nur das raus, was sie auch sollen. Das heißt, für kleinere Verschmutzungen ist dann kein Problem. Da ist dann hier Platz in dem Lagerhaus. Wenn jetzt hier noch Sachen angeliefert werden, das kommt hier nur wie nie wieder raus aus dem Lagerhaus. Bei riesigen Verschmutzungen oder wenn das immer wieder vorkommt, wird das halt irgendwann volllaufen. Aber ich denke, das ist die vom Kosten-Nutzen-Verfahren, also vom Zeitaufwand zu dem Nutzen, den man hat, der beste Weg erstmal. Einfach die weißen Greifarme zu setzen. Man muss halt einmal so durch die komplette Fabrik durchfahren. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und deshalb machen wir in der Zwischenzeit natürlich auch zusätzliche Dinge. Wenn wir schon mal eine Weltreise machen, dann müssen wir auch alle Sehenswürdigkeiten mitnehmen. So, und dann ist mir aufgefallen, hier war wieder so ein Zug, der hat, also hier war Chromerz und das Chromerzfeld ist leer. Dann habe ich diesem Zug gesagt, hier fahre nicht mehr Chromerzfeld 7 an, sondern fahre zu Chromerzfeld Nummer 10 und ja, damit ist er zufrieden und hier ein ZZZ eingestellt. Dann bin ich noch weitergegangen und habe dann die zweite Sache festgestellt, dass nämlich hier keine Dilmos mehr produziert werden. Und woran liegt das? Die haben nichts mehr zu essen. Große Hungersnot bei den Dilmos. Und da müssen wir uns jetzt dann mal drum kümmern. Mein Zug erzeugt gerade einen Stau. Ist aber nicht so schlimm. Wir sind hier ja wirklich am Arsch der Welt, muss man so sagen. Also es ist wirklich der nordöstlichste Punkt meiner Fabrik. Und damit ich übrigens alle Punkte erwische, oder ich bin noch gar nicht sicher, ob ich alle Punkte erwische, aber ich habe zumindest mal bei meinem Zug das so eingestellt, dass hier unten jetzt die ganzen Manur-Anlieferstationen sind, die ich alle der Reihe nach abfahre. Und die ersten beiden, da hatte ich noch nicht die Ideen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sondern bin ich einfach so abgefahren, habe nur geguckt, ob da alles in Ordnung ist. Da müssen wir also nochmal wieder hin. Und dann jetzt beim dritten Punkt, da habe ich euch dann mal dazu geschaltet. Und es sind noch einige. Und es könnte auch sein, dass es irgendwo noch Blattmehl-Geschichten gibt, wo wir auch noch hin müssen. Theoretisch müssen wir überall hin, wo LTN-Stationen sind. Und irgendwie heißen nicht alle mit dem L hier. Ja, auch ein Problem. Das könnte man nicht besser finden. Okay, genau, wir wollten aber losfahren. Wir wollten jetzt erstmal zum Food. Denn da gibt es ein Problem mit der Dilmo-Food-Produktion. Und zwar schon lange. Ne, Map wollte ich nicht, ich wollte P drücken. Achso, genau, erstmal die gute Nachricht. Genau, dafür doch Map. Gute Nachricht, Strom, über 5 Gigawatt. Die Basis fluppt, würde ich mal sagen. Aber auch dann, man sieht hier zwar über 5 Gigawatt, aber Dilmo-Produktion läuft nicht. Das fällt so beim Betrachten des Stromverbrauchs nicht auf. Beim Stromverbrauch betrachten sehen wir immer nur gravierende Probleme, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. So, jetzt wollte ich aber gucken, P, Dilmo. So, gucken wir erstmal die Dilmos an. Das ist das rote, das ist jetzt das blaue. Ja, seit für ungefähr 15 Stunden werden gar keine Dilmos mehr produziert. Hier zwischen war auch schon eine traurige Phase. Und beim Food, da haben wir es jetzt auch so seit 18, 19 Stunden wird nichts produziert und da war auch eine lange Phase. Also eigentlich kann man sagen, diese ganze Phase hier ist schon nicht so schön und das ist fast die Hälfte, oder ist über die Hälfte. Das sind seit 125 Stunden. Wow. Seit 125 Stunden kein Dilmo-Food oder fast kein Dilmo-Food. Ja. Und es hat mit einer ungewöhnlichen Sache zu tun. Quasi eine Sache, die nicht so Standard ist, die man immer wieder trifft. Und deshalb ist sie aus meinem Blick geraten. Wir werden viel Zug fahren in dieser Folge. Es sei denn, wir treffen auf große Probleme, wo wir uns dann lange drum kümmern müssen. Und es muss aber jetzt auch mal sein, weil ich muss mir jetzt quasi alle Teile der Fabrik mal so angucken, also zumindest die Bahnhöfe, alle Bahnhöfe, die wir haben, mal angucken. Ist so alles in Ordnung? So, wir sind gleich da. So in Sachen Dilmo Food habe ich ja schon mal geguckt, wo die Ursache sein könnte. Geht der Sache mal nach. Wo ist das? Weiter rechts, dann da, das könnte es sein. Ist auf jeden Fall rot. Ich weiß nicht, komme ich da durch? Ja. So, wir sehen hier schon auf den ersten Blick, eins dieser Bänder hat nur ein Produkt drauf und das wird wahrscheinlich die Ursache sein. Wenn man hier guckt, keine Nickelplatten da. Und das liegt daran, normalerweise fast überall wird Nickel per Zug angeliefert. Hier war aber früher mal unsere große Nickelfabrik, beziehungsweise sie steht sogar noch als Bauruine da. Und da haben wir bei Fließband gesagt, wir liefern die Sachen an. Und jetzt kann ich mal gucken, will ich diesen Bahnhof noch behalten, dann könnte ich natürlich sagen, ich mache jetzt hier Nickel an Lieferung statt Abholung, oder ich mache den Bahnhof irgendwann mal weg und dann machen wir das woanders hin. Deshalb muss ich mal eben kurz gucken. Das wird hier wahrscheinlich das Nickel gewesen sein. Und da, genau, das ist Nickel. Geht das nur an die eine Stelle? Ist halt die Frage. Ja, also bis hier auf jeden Fall. Und da geht es nur, es geht wirklich nur auf dieses eine Band. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt den Nickelbahnhof hier machen, dann das Band hochlegen und dann nach links weiterführen. Oder wir nehmen den bestehenden Nickelbahnhof. Und da bin ich, also eigentlich, bevor ich euch dazugeschaltet habe, dachte ich, wir machen das hier über diesen Bahnhof. Aber andererseits werde ich jetzt hier nichts mehr bauen, oder? Das Ding, das bleibt hier so, oder? Ist auch noch Holz. Genau, das ist die Holzgeschichte wird ja auch noch gebraucht. Also, der Bahnhof wird bestehen bleiben und eventuell baue ich ja hier noch Sachen dazu oder so, aber den Bahnhof werde ich nicht abreißen. Wenn ich ihn abreißen würde, habe ich relativ wenig Platz jetzt dazu gewonnen für irgendwas Sinnvolles. Ja. Okay, machen wir also so. So, da waren wir von hier. Und jetzt haben wir Platz hier. Wobei, das ist ja schon das Band. Was ist das hier? Nickelanlieferung, Nickelerz. Das können wir auch direkt mal wegmachen. Führt sonst nur zu Irritationen. Und du bist? Eisenerz 5 Abholung, kommt auch keiner mehr. Da müssen wir nochmal irgendwas tun. Das will ich da nicht mehr haben. So ein Viertel gefülltes Eisenerzlager. Guck mal, hier hast du 9 und 11. Das ist ja schon mal so. Der Neuner ist ja vielleicht jetzt schon leer, oder? Da ist immer noch was drin. Wow. Es wird nicht leer hier. Die letzten 33.000, 45.000 ungefähr werden noch abgebaut. Ne, okay. Nehmen wir einen anderen. Eisenerz. Du bist noch ein Elfer. Machen wir auch nochmal Eisenerz 5 Abholung. Full. Ups, Full wollte ich sagen. Und ansonsten wenn es da Inaktivität gibt, kannst du auch weiterfahren. Dass der denn schon mal hier auch die Runde dreht. Der wird jetzt natürlich sinnlos umherfahren, aber nur bis dieses Feld hier leer ist. Und das wird nicht so lange dauern. Und bis ich dann natürlich nachgucke und dran denke, das wieder wegzumachen. Gut. Du bist... Ja, Nickel ist jetzt auch... Vielleicht machen wir mal... Nickel... Alt... Anlieferung... Nickelplatten. Aber wenn ich dann Alt reinschreibe, dann denke ich wieder, dass der kann abgerissen werden oder so. Das ist jetzt neuerdings Food Ost. So, dann müssen wir noch im Zug Bescheid sagen. Das hier... Ich muss mal prüfen, ob das noch gebraucht wird. Ansonsten könnte ich Züge natürlich hier schon wegnehmen. Beim Food brauche ich keinen Sauerstoff. Oder mache ich ihn mir selber? Das kann natürlich auch sein. Warum wird Sauerstoff angeliefert? Von wo? Das ist sowieso... Machen wir weg. Das weg. Das hin. Das weg. Nickel. Abholung Nickel. Abholung Nickelplatten habe ich eben nicht gesehen. Ne, Moment. Chromwerk, Abholung Nickelplatten. Nickel. Food Ost. Anlieferung. Empty Cargo. Full. Fuser braucht bei dem ja nicht, der hat ja schon Sachen drin, der hat ja hier, ist ja gut ausgestattet. Fuser brauche ich immer nur, wenn hier, ich ihn hier ganz wenig reinpacke. Der schafft auf jeden Fall Hin- und Rückfahrt und so. Fuser wird ja automatisch hinzugefügt, sobald der Treibstoff eine niedrige Schwelle erreicht. Und wenn die aber jetzt zu niedrig wäre, dann würde es halt nicht mehr schaffen, hier hinzufahren, dann dahin zu fahren und dann zum Fuelstop. Deshalb füge ich den bei neuen Zügen immer manuell hinzu. So. Dann müssen wir die hier drehen. Lass mal das hier drehen. Dass es jetzt einseitig läuft, ist mir dann auch egal. Achso, und ich wollte es ohnehin nur rot machen, ne? So, und dann... kann das hier weg? Wobei es auch egal ist. Ich muss jetzt nicht wegmachen. So. Und das lassen wir so. Ja. Auf jeden Fall begrenzen. Eigentlich sogar so. Das ist schon so eine riesige Menge. Und auf dem Band liegt ja auch noch extrem viel. Und das wird ja nur für diese Dilmo-Food-Produktion gebraucht. Eigentlich könnte ich es noch kleiner machen. Weil wenn ich irgendwas dann mal wieder abreiße oder so, dann muss ich sonst ganz viel wieder transportieren. Und sonst ist auch totes Kapital. Wobei, na komm, wir lassen es doch mal so mit 5 Stacks. Das ist jetzt nicht so eine riesige, wertvolle Geldanlage, die jetzt hier verrottet. Das kann man schon akzeptieren. So, wir sind jetzt nicht zum Abreißen der Anlagen hier da. Das machen wir, wenn es nötig ist. Also ich kann mal auf den Weg gehen, ein bisschen schneller. Wenn wir jetzt schon mal beim Foodbahnhof sind, können wir nochmal eben die Bahnhöfe kontrollieren. Hier weiße Greifarme hinsetzen bei den LTN-Bahnhöfen. Und schauen, ob sonst noch irgendwas auffällig ist. Bei jeder Fabrik jetzt, oder bei jedem Fabrikgebäude so nachzugucken, bei jeder Art von Gebäude, das ist auch zu aufwendig jetzt. Man generell hier guckt, ist wirklich alles in Ordnung hier. Anhand der Bahnhöfe sieht man ja, glaube ich, wenn irgendwas nicht stimmt. So, wir fangen mal oben an. mal, da geht es dann noch weiter hoch. Das Uranerz. Okay. Und ansonsten ist hier tatsächlich ein LTN-Bahnhof für GATS, wo aber nichts angeliefert wird. Wir brauchen nur Bahnhöfe, wo Sachen angeliefert werden. Zu prüfen. Achso, genau. Und jetzt nicht nur eine Sache, sondern hier mal gucken. Da steht genug Ware zur Verfügung. Hier wird, kommt Ware an. Hier passiert nichts, weil es Reserve ist und nicht grün ist. Hier ist ausreichend da. Das ist ausreichend da. Hier kommt nichts an. Hä? Quality Dilmo Food mache ich auch. Ach so. Ja, in geringen Mengen, ne? Weil für die Verbesserung, für die Zucht quasi. Eben sicher gehen, also weil jetzt hier nichts ankommt, wird wahrscheinlich auch am Nickel liegen. Bist du? Da fehlt hier was. Nee. Muss ich prüfen. So, wir brauchen Plastik. Ist vorhanden. Knochen sind da. Haut ist da. Jotoi-Samen sehe ich nicht. 22 sind da. Da und da auf diesem Band sind sie, ja. Bio-Samples sind vorhanden. Narvens sind hier auf diesem Band. Seetang ist auf dem Band zusammen mit dem Gua und doch Nickelplatten. Ja. Gut, dann wird das hier auch kommen. Dann wird das da. Das ist das Band hier, alles klar. Also gut, das wird von selbst wieder anlaufen. Weiter geht's. Achso, genau. Wir waren jetzt gerade bei dem. Dann du bist Reserve. Grünen Sachen kontrolliere ich nicht. Hier, das sieht aus wie so ein, ja, wo Asche oder Biomasse oder irgendwie sowas abgeholt wird. Nächstes, ach, das ist das Dilmo Food gewesen, okay. Also nicht erschrecken übrigens, wenn ihr jetzt Vogelgezwitscher hört. Keine Sorge, das ist nicht in meiner Fabrik hier. Das ist, kommt von draußen. Das läuft. Und hier... Quality Fagnut Food. Geht auch nicht. Schon mal eben gucken. Fagnut Food. Quality Fagnut Food. Braucht aber kein Nickel. Das hat also andere Gründe. Ist lila? Na, ich muss der Sache mal eben nachgehen. Das kommt von hier unten, kommt von da. Von hier. Die sind das. Wir haben Plastik, wir haben Asche, wir haben Ralesia in ausreichender Menge, Tubra, Saatgut, Bio-Samples, Bodos, Favogai, Pilze, Moos ist da, Seaweed ist da, Raw Fiber ist da, Gua ist zu wenig da. Gua ist zu wenig da. Wo kommt das her? Da wird rausgelegt. Hier wird... Also Gua kommt wahrscheinlich hier. Ja. Der möchte gerne 500 Guas haben, kriegt er aber nicht. Das heißt, es gibt wahrscheinlich hier einen Guar Bahnhof. Guar Haltestelle, die ich jetzt so natürlich nicht sehe. Wobei, bei der weiteren Überprüfung müsste sie ja auffallen. Müsste auch eine rote sein. Also ein rotes Lagerhaus. Schauen wir doch mal. Anlieferung Gua. Hä? Das ist nicht Gua. Das ist Guar Gum. Oh mein Gott. Ich hole Gua ab und liefere Gua an. Das ist keine gute Idee. Oder ist das so der Plan gewesen? Aber hier ist auch Guar Gum. Geht hoch, aber wird es auch irgendwo verbraucht, ist die Frage. Doch, hier brauchen wir auch Guar Gum. Der greift sich hier was. Also das ist schon okay, die Beschriftung ist nicht okay. Das hier ist Food, Anlieferung, Guar Gum. So, trotzdem nochmal Anlieferung Gua. Nö. Baue ich das hier? Gua ist sowieso nur 2 Bahnhöfe, wo es hingeliefert wird. Ochsenfurt und Alien Bacteria. Theoretisch könnte es noch sein, dass ich das hier auch irgendwo produziere. Muss man gucken. Könnte es sein, dass ich das hier baue. Wir brauchen das dafür. Ja, es kann sein. Vor allen Dingen, weil dieses einfache Rezept hier noch offen ist. Aber wenn das so wäre... müsste das doch weiterhin hier produzieren. Das sind... Nicht Old Industry, das sind Guar Bean Plantation. Ja... Müssen wir eben gucken, wie die jetzt aussehen. Aber wir müssen mal eben die Züge hier wegmachen. So. So, hier ist Gua. Und das sind diese Plantations. Die sehen so aus, von der Größe. Kann ja sein, dass ich vereinzelte Dinger hier oben hingestellt habe. Da nicht. Das hier ist auch was anderes, naja. Das ist die Käserei. Nö. Dann müssen wir eine neue Haltestelle bauen, oder? Das kann denn nie so richtig funktioniert haben, ne? Wie lange haben wir schon kein Quality Dilmo Food mehr? Da wurde mal was produziert. Dass die Kurven hier sind analog zueinander. Das liegt immer am Nickel, was da nicht da war. Und auch 10,4 pro Minute die ganze Zeit über. Ich verstehe das nicht. Wo kommt denn das Gua her? Oder wo kam es her? Nochmal einmal sicherheitshalber gucken. Gua wird hier gebraucht. Jetzt muss ich nochmal gucken, in welchen Mengen. Wenn ich jetzt hier eine blaue Fabrik nehme, 3,5 Crafting Speed, hier haben wir 10. Das heißt, grob gerechnet brauchen wir 3 Fabriken, dann haben wir das 1 pro Sekunde. Und ich glaube, wir haben auch 3 Fabriken, oder? Muss ich jetzt auch mal gucken. Genau, ne, wir haben mehr. 6. 8 Fabriken. Das heißt, im Prinzip brauchen wir das Dreifache pro Sekunde. Das wären 15 Gua. Ganz grob gerechnet produziert er 0,4. Das heißt, wir brauchen 2,5 mal 15, 30, 37, 37 von diesen Plantagen. Wenn wir das hier machen, und da brauchen wir ganz viel Sand und Zoll und so, das machen wir jetzt nicht. Also wir machen eine Gua-Anlieferung und die kann dann eigentlich nur von hier sein. Dann müssen wir auch per Fließband das machen. Also das können wir nicht. Ach, warte mal. Nochmal eben hier Logistik-Network angucken. Das, nee, von unten ist nicht verbunden. Also wenn, dann ist es hier. Also gut. Der Bahnhof ist im Netz mit drin. Aber ist egal. Wir müssen eigentlich Fließband legen. Wir hatten noch links hier Reserve, also grüne Bahnhöfe. Weil ich will das nicht jetzt quer durch die Landschaft schicken. Wo war das jetzt wieder? Ich finde nichts mehr. Da. Also überhalb dieser Linie. Hier ist... David Wahl ist also frei. Dann machen wir das darüber. Oh, ich bin zu hoch. Sorry. Also, ja. Ein Stück Lagerhaus. Zug haben wir da. Wobei, ich muss mir jetzt nochmal eben Gua angucken. Haben wir da 2 Waggons? Ich glaube nicht. Aber ich gucke mal eben. Abholung, Gua. Ja, wir könnten 2 haben. Dann verbauen wir uns, dass wir das hier nochmal erweitern. Theoretisch könnte es doch mal sein, dass ich hier nochmal erweitern möchte. Naja, einer reicht. Ist okay. Ist hier kein Eisen oder Kupfer, so riesige Mengen. Das geht. Auch wenn ich eben gesagt habe, 15 pro Sekunde. Das schafft auch hier einen so einen Waggon locker. So. Du bist das Kopie. Anlieferung. Gua. So, schon mal einen Zug losschicken. Der braucht den Fuel Stop. Und los. So. Das hier hin. Naja, bleiben wir bei grün. Beidseitig, ich brauche es eigentlich nicht beidseitig, insofern vielleicht will ich irgendwann mal davon abzwacken. Ja, machen wir so wie immer. Wir bauen so wie immer. So. Und wir wollen quasi dahin. Wir wollen hier so ein Band einmal zwischendurch hochschicken. Also müssen wir hier anfangen. Das ist zu eng. So, da ist voll. Hier ist nicht voll. Doch, da ist voll. Ich weiß, ich kann blau und rot übereinander bauen, aber wenn es nicht unbedingt sein muss, lasse ich das jetzt erstmal. Das ist voll. Wir haben ja hier genug Platz. Alles dahin. Das da so hin. So, falls ich abzwacken will. Bisschen Platz lassen. So. Das hier drauf. Machen wir es ab da einseitig. Was durchaus sein kann, dass das Logistiknetzwerk mal verbunden war. Und dass dann von ganz weit unten Gua irgendwie kam oder so. Weiß nicht. Irgendwie da so. Ich lasse den hier auf jeden Fall einmal drin. Und ich sehe gerade, ich habe gar nicht Platz genug. Oder? Schauen wir mal. So, da kann sich der untere bedienen. Da kann sich der obere bedienen. Da kann sich jetzt der untere bedienen. Aber der obere kriegt nichts ab. Ja, ich habe jetzt keinen Bock für große Umbaumaßnahmen. Machen wir das so. So, da, da. Hier kein Gua mehr. Da. Da wird noch Gua gebraucht, um den einen zu bedienen. Hier auch. Da auch. Ne, warte mal, da wird es nicht gebraucht. Das kann weg, so. Und jetzt, damit die Bots nicht so weit fliegen müssen. Und ich bin ein bisschen doof. Ja, das stimmt. Bisschen Doofheit gehört einfach dazu. Das darüber. Das darüber. Das da. Wir sehen übrigens hier, das Dilmo Food produziert wieder. So, und wir legen einfach jetzt hier so rein. Gua. Kleiner als 500. Dann legt er da rein. So, und ich mache lieber mal so einen lila Greifarm da draus. Wer weiß, irgendwann komme ich auf die Idee, packe noch eine zweite Sache auf dieses Fließband und dann funktioniert das Ganze hier nicht mehr. Gua. So. Das können wir schon mal kopieren. So. Das schadet nichts, dass wir jetzt trotzdem diese Greifarme noch haben. Die entlasten dann diese Geschichte. Ja, es ist okay. Später werde ich mich zwar wundern, was ich hier gebaut habe, aber egal. So, achso genau, ich habe hier noch... Produktivitätsmodule dabei. Gucken, ich habe Borders dabei. Oh. Muss eben loswerden. Das geben wir wieder her. Plastik geben wir wieder her. So, weitere Überprüfung dieses Bahnhofs. Und ich sehe schon, mehr schaffen wir gar nicht mehr in dieser Folge. Wunderbar. Oh, Begrenzung. Mein Gott. Das 500er Stack Size. So, Käserei funktioniert, Leim ist genug vorhanden, Fertilizer ist da, Salzwasser ist genug da, Asche wird eingelagert, also wird, ja, der Zug sorgt für Asche. Petrischalen sind da. Hier ist ein bisschen weniger, also es ist Rücklieferung Petrischalen. Kann sein, dass wir da nicht nur so eine große Verwendung haben. Trotzdem kommt es ein bisschen wenig vor. Das liegt hier mit dem Dünger auf einem Band. Ach so, genau, diese Düngerproduktion hat als Abfallprodukt auch Petrischalen. Und wir haben eine Überproduktion an Dünger. Wunderbar. Nicht an Dünger, an Substrat. So, Raw Fiber ist da, Biomasse ist kein Problem, Gua ist da. Weiter geht's nach Süden. Du bist wahrscheinlich einfach nicht grün. Ne, achso, du bist Anlieferung Ash. Wow, was ist denn hier los? Das reicht nicht. Und wir haben dann einen zweiten Bahnhof Ash. Okay. Okay, wir kriegen das hin. Wir können ja teilen, wir können ja was abgeben. Machen hier mal einen Splitter rein. Sagen Priorität rechts. Der muss erstmal hier bevorzugt behandelt werden. Wunderbar. Aber wenn du denn mal was über hast, das hast du oft, kannst du auch gerne was abgeben. Das hier nach unten schicken. So, dann haben wir da den Input-Priorität ist rechts. Zack, zack. So. Jetzt nochmal eben gucken, wofür wird die Asche hier überhaupt gebraucht, dass wir so einen riesigen Verbrauch haben. Ja. Okay. Gut, weiter prüfen. Das ist da, das 140.000 AOK Food haben wir da. Briketts, Holz, Biomasse. Samples, Plastik, Limestone, Cross Fraction, Casein nochmal, warum auch immer. Hinterfrage ich jetzt mal nicht. Das ist nochmal irgend so ein Futter. Fadai Food. Das ist da, das ist da, das ist. Oh ja, genau. Wir sind hier bei Manur. Dürfen wir unseren Zweitauftrag nicht vergessen. Nur Manur. Was ist mit ihm? Hier wird man nur hingebracht und hier wird es abgeholt. Warum? Ach, Notversorgung. Okay, müssen wir nichts an den Greifarm machen, weil hier abgeholt wird und nicht angeliefert wird. So, Lampen sind da, Urea ist da. Cotton-Gut können abgeholt werden. Guar Gum, alles wunderbar. Damit sind wir hier durch. Wobei, es kann jetzt sein, dass ich irgendwo Blattmehl übersehen habe bei den... Weil ich nicht so auf LTN-Bahnhöfe jetzt geachtet habe, aber nee. Ich gucke jetzt gezielt nochmal nach der grünen LTN-Lampe. Alles okay. So, einmal prüfen, ob jetzt Gua da ankommt. Bevor ich jetzt wegfahre. Hier wird es hingeliefert. Müsste also irgendwo hier auch ankommen. Ist auch der Fall. Quality Fadai Food wird wieder produziert. Wie lange war das Problem? Ich hatte vorhin schon geguckt, ne? Oder? Ich habe nicht geguckt. Lange, oh mein Gott. Fake Not, nicht Verdei. Nein, das ist zum Glück kein großes Problem gewesen. Rechtzeitig gesehen, 10 Stunden Produktionsausfall, können wir mit klarkommen. Ansonsten, wenn wir kein Quality Verdei Food haben, haben wir wieder zu wenig Knochen in der Basis und dann läuft auch hinten und vorne alles schief. Gut, können wir zum nächsten Punkt, was dann aber erst nächste Folge sein wird, dass wir da was machen. Müssen wir überlegen, machen wir jetzt erstmal noch die ich, wo ich einfach so drüber gefahren bin. Alien-Enzyme. Ja komm, wir machen jetzt der Reihenfolge nach, damit ich nichts vergesse. Das ist schon ein bisschen weit, ne? Das wäre natürlich noch schön gewesen, das in die richtige Reihenfolge zu bringen, dass der Zug möglichst wenig fahren muss. Aber das habe ich jetzt nicht im Kopf, dass ich anhand der Haltstellennamen sagen kann, was ist die beste Route. Wir gucken nun mal eben bei Alien-Enzyme. Wenn da was zu tun ist, dann machen wir das nächste Folge. Ansonsten nur mal eben Greifarme setzen, können wir auch so diese Folge noch. Und ich muss aufpassen, warte mal, ich will jetzt nicht zum Manu-Bahnhof fahren, sonst wird mir mein Zug entladen. Und hier hin, so. Und in der Zwischenzeit noch einmal nach Strom gucken, weil es mir so einen Spaß macht, das bei 5 Gigawatt zu sehen. Forschung läuft auch langsam, aber stetig. Science. Ja, 10 Stunden. Immer mal wieder so ein bisschen gelb. Weniger als 0,1 pro Minute. Also wenn es jetzt 0,1 pro Minute wäre, dann wäre es pro Stunde 6. Und das hier ist immer so schubweise. Ja, das hängt von so bestimmten Materiallieferungen ab, wenn da wieder ein Zug vorbeigekommen ist und Sachen angeliefert hat. Ansonsten 4,5 Stunden, dass nichts passiert ist, macht mir jetzt erstmal keine Sorgen. So, wir können hier die Greifarme zumindest schon mal setzen. Manur. So. Ich habe kein Manur eingesammelt, das ist klar. Asche habe ich irgendwo eingesammelt, das ist schlecht. Das kann man loswerden. Nochmal eben sehen. Ist hier sonst noch so eine LTN-Leuchtdiode? Da. Also das ist wieder Manur. Ich dachte gerade, das wäre bei Pestizide. Nein, das ist auch Manur. Und hier... Auch wieder, oder bin ich da gerade? Ich gehe einmal kurz nach links und dann gehen wir dann nach rechts weiter. Oh, und da kann ich Zeug loswerden. Ich sehe da gerade das Rare Earth Oxid. Zack. So, hier einmal weiß. Oh. Also jetzt auf dem Rückweg einmal kurz gucken. Hier hält er überhaupt einen Zug, ja. Pestizide sind da, das ist da, das ist da. Hier so ein bisschen so eine einseitige Belastung auf dem ersten Waggon. Ja, aber 4K Unterschied ist okay. Kobaltoxid, ja, steht zur Verfügung. So, Nickel ist da, Eisen ist da. Das weiße Zeug ist da, das ist auch Rare Earth irgendwas. Können wir umbauen auf Chrom-Doppelwaggon. Das wäre nicht schlecht, wenn wir schon mal hier sind. Entlastet den Zugverkehr dann wieder etwas. Sicherheitshalber noch einmal gucken. Aber das müsste ich ja hier gemacht haben, ne? Nee. Das ist das Falsche. Kann man keiner erzählen. Oder? Warum habe ich das denn nicht gemacht? Gut. Also vergessen wir das. Nehmen die wieder mit. Ansonsten ist ja alles in Ordnung. Hier würde ein Zug kommen, Sachen abholen wollen. Nee, kommt gar kein Zug. Superkristalline Struktur. Brauchen wir das nicht auch für unseren Kram? Ja. Das ist das, was wir jetzt schon aufgebaut haben. Das, ja. Jetzt haben wir hier schon eine Haltestelle. Das hatte ich damals mal vorgesehen. Ja, wenn wir hier nicht so viel davon brauchen, können wir es ja auch woanders noch nutzen. Dieser Bahnhof wird wahrscheinlich nie einen Zug sehen. So, das ist da. So, es wird produziert hier. Langsam. Können wir gleich nochmal gucken. Das war diese Boron-Geschichte, glaube ich. Und hier haben wir Borax. Da kann ich noch keine zwei Waggons bedienen. Und ihr wartet auf NDFE. FE ist Eisen. B ist... Ist das Bohr? Und ND, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls auf das grüne Pulver wartet ihr. Was da oben produziert wird. Da fehlt die Legierung. Und hier fehlt Boron. Mhm. Das ist halt so wie immer. Hat sich bei Boron irgendwas verschlechtert in letzter Zeit? Hm, kann man so nicht sagen. Ja. Kann man jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Also hier, da lief ja sowieso einiges nicht. Deshalb dieser Niedergang. Aber es kann sein, dass sich das jetzt gerade wieder erholt. Glasflaschen, der Zug ist nicht da. Das Lager ist ziemlich leer. Der Zug muss sogar noch warten auf andere Züge. Wenn man das jetzt mal sieht, das ist eine Stunde. Das ist weniger als 5 Minuten, wie der jetzt hier schon steht. Nee, also ich bin nicht davon überzeugt. Da kommt wieder was. Kommt so ein Schub. Und dann erstmal wieder nichts. Na doch, jetzt kommt hier wieder was. Woran liegt es? Item Ingredient Shortage. Gummipropfen, oder? Ne, die Glasplatten da. Gummipropfen sind auf der rechten Seite, ist klar. Glasplatten. Hier. Item Ingredient Shortage. Also das ist unschön, das sind die Glasplatten. Das werden hier nochmal Glasplatten, Fluid Ingredient Shortage, hier Flüssigglas. Woher kommt unser Flüssigglas? Hier geht es nicht weiter. Wo kommt es jetzt her? Also von links dann. Nee. Ach doch, da von links, ja. Hier. Ihr habt zu wenig von den weißen Klötzen. Ihr habt zu wenig von dem. Zu wenig von dem, zu wenig von dem. Blau. Ich vermisse die Farbe Blau hier. Ich vermisse hier den zweiten Zug. Was ist mit ihm? Hä? Die Greifarme sind verkehrt rum. Hä? Habe ich das vielleicht temporär mal gemacht, weil ich irgendwo anders noch Quarzerz über hatte? Das musste wieder dahin. Das kann durchaus sein. Wo sind wir hier? Müssen wir jetzt mal eben hin. Und ich muss mir aufschreiben, ich mach's mal nicht in die To-Do-List, da gucke ich zu selten rein. Glas blau machen. Achso, und hier, bevor ich jetzt hier wieder wegfahre, einmal kurz gucken, ob sonst noch alles in Ordnung ist. Also wenn irgendwo Zug ist, plus im Lagerhaus liegt auch Ware, ist das ja sowieso schon immer gut. Hier, LTN ist okay. Oh, genau. Da müssen wir noch einmal weiße setzen. Blatt mir genauso. Warum bist du hier blau? Er muss noch seine 360 Sekunden abwarten, okay. Nee, nicht Namen ändern, sondern erstmal grün machen. Als Reserve. Ansonsten ist das okay hier. Ein Bahnhof ist noch da. Growth Factor wird hier produziert, das ist ausreichend da. Auch Food ist da, wunderbar. Okay. Abreise. Strom 4,7 wird wieder weniger. So, und ich wollte hierzu, wie hieß der, Mr. irgendwas? Genau, Mr. KMG. Da muss ich gleich mal ein paar Sachen auslagern. Warte mal, das kann sowieso in die Fabrik. Ich sag mal eben Fließbänder. Ein bisschen weniger. Da muss ich mich gucken, welche Gebäude brauche ich für die Glasfabrik, um die blau zu machen. Also ich will nicht alles da blau machen, sondern nur diese Grundproduktion, das Zerschreddern und so. Der Witz ist aber auch, dieser Zug ist ja fast komplett voll. Wie ist das eingeladen worden? So. Ich kann hier den schon mal entfernen, den haben wir durch. Dilmo haben wir durch. Jetzt möchte ich einmal zum Glas gucken. So, Jaw Crusher. 12 Stück. Ach, die Ball Mills sind schon blau. Ne, achso, sind rot. Ja, okay. Also... Warte mal. Ich mach das hier schon mal weg hier. Das ist. So. Das liefere ich gleich per Hand aus. Also Ball Mill. 3 Stück. Jaw Crusher 12. Und war's das schon? Die Bänder werden in blau, das wird dann schneller. Das geht hier und das wird schneller. Ne, dann machen wir hier auch weiter. Also bis zu den Dingern. Also 3 Hydrocyclons. Scrubber. Ich glaube das auch. Genau, aus den Scrubbern geht es hier unten weiter zu den Centrifugal Pans. 4 Stück. Sechs, sieben, 8 Stück. Und Glassworks. 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Da lasse ich erstmal so. Das Problem ist einfach erstmal Flüssigglas. So. Ist alles nicht lieferbar, abgesehen von den Ball Mills. Muss ich Hightech Boards wahrscheinlich natürlich auch mitbringen. Ah, war ein bisschen dumm von mir. Ich hätte eben noch an Hightech Boards vorbeifahren müssen. Aber das mache ich sowieso gleich ohne euch. Also wenn ich gleich sage, meine ich nächste Woche. Die haben ich habe in meinem Zug noch 200 Hightech Boards, das wird nicht reichen. Und ich gucke sicherheitshalber noch einmal nach, bevor ich da jetzt runterfahre. Hier müssen aber welche sein. 10.000, hier nochmal 8.000 drin. Die würden wohin fahren wollen? Zur Fabrik. Dann kommen wir einfach mal her, dann muss ich nicht runter. Muss nur schnell sein. Hier vielleicht? Ne, Harmonic Absorber. Das ist zu früh. Da oben. Intelligent Unit, achso, nee. Dann doch vielleicht hier. Genau, hier wollen wir hin. Und dann greife ich mir mal so 2000 davon ab. Der Rest wird hier in der Base irgendwo verteilt und wird verdampfen wie auf dem heißen Stein. Der Bedarf ist hier bestimmt eher bei 50.000 oder 100.000 vielleicht noch. Damit hier alle Produktionsaufträge abgearbeitet würden. Genau, in der Zwischenzeit Obwohl, ich will nicht so viel in der Zwischenzeit machen. Wenn der Zug nämlich gleich ankommt, ist der ratzfatz leer. Dann kriege ich nichts ab. Da, das ist er nämlich schon. Gib mir mal das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neun, 10, 11, 12, 13, 14. So, und für meine jetzigen Aufgaben nochmal so 1, 2, 3, 4 eventuell. So, ich sehe gerade, ich habe noch Laserturrets. Die können hier mal weg. So. Alles klar. Das mache ich jetzt ohne euch. Die Waren einsammeln und dann Glasfabrik verstärken mache ich auch ohne euch. Also auf das wir das blau machen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn wir weiter Bahnhöfe abfahren und nach Fehlern suchen. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.